Luan sagt gerade, kannst du mal über deine Anfangszeiten auf YouTube sprechen, warum du damit angefangen hast? Ich fange selbst gerade an mit YouTube und brauch mal Prägung von dir. Präge den Motherfucker. Das war ein Tag nach meiner ersten FIBO. Hier vor 7 Jahren. Das sind die ersten Videos auch, die dann eine gewisse Reichweite auch bekommen haben. So Leute, wie versprochen jetzt das ausführliche Video zum Thema Sixpack. Voll cringe, Digga, ich schwör's dir. Zwischen 8 und 10 Wiederholungen. Zwischen 8 und 10 Wiederholungen, da waren wir in der Schweiz drüben, Digga. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Das ist auch der wichtigste Tipp eigentlich so. Wenn du es wirklich willst, dann zieh es einfach weiter durch, bis du da bist, wo du sein willst. So. So, es gibt kein Zurück mehr, weißt du? Wenn du anfängst, dann fang an und sag, ich werde nie wieder aufhören oder ich sterbe so. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Luan sagt gerade, kannst du mal über deine Anfangszeiten auf YouTube sprechen, warum du damit angefangen hast? Ich fang selbst gerade an mit YouTube und brauch mal Prägung von dir. Präge den Motherfucker. Kann ich gerne mal versuchen auf jeden Fall. Dich da zu prägen an der Stelle. Anfangszeiten auf YouTube, Digga. Ich hab mit Facebook angefangen damals, so. Ich hab den Drang dazu gehabt, irgendwas in der Öffentlichkeit zu machen, so. Und Fitness war da schon so präsent bei mir. Also ich hab so diese Motivation gehabt, durch so Leute wie Lazar Angelov, Ulysses Junior, Simeon Panda gab's da, glaube ich, noch gar nicht so krass. So eine Leute habe ich mir halt auf Instagram reingezogen und habe dann so die Motivation gehabt, auch irgendwie sowas zu machen und das Potenzial auch in mir gesehen. So, und habe dann angefangen zu trainieren und dann auch nie wieder damit aufgehört, bis heute. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mir dann gedacht, komm, teil mal den Fortschritt, den du machst und die Sachen, die du lernst, teil die einfach mal auf Facebook so. Habe ich angefangen, halt mein Facebook-Ding zu machen so. Hab da immer Bilder gepostet und hab da auch wirklich versucht, halt Leuten was mitzugeben. So, ich weiß noch, ich hab dann so Sachen gepostet, so Ernährung, Sachen gepostet über Muskelaufbau, welchen Split man am besten fährt und so. Ich hab dann auch direkt halt versucht, irgendwie den Leuten das mitzugeben, was ich quasi gelernt habe, so. Und, wie hab ich dann mit YouTube? Also im Endeffekt habe ich mit YouTube angefangen, indem ich einfach mich hingestellt habe. Ich habe dann irgendwann mein Handy genommen, so ein richtig abgewichstes Handy, habe das in der Küche hingestellt, Digga, und habe dann gesagt so, okay, ich filme jetzt, ich flex jetzt einfach so. Ich habe das bei Leuten gesehen auf YouTube, dass die Videos gemacht haben, wie die einfach ihre Muskeln anspannen so, ne? Und dann war ich so, okay, das mache ich jetzt auch. Dann habe ich mich hingestellt, halt, habe so geflext. Da können wir mal kurz reinschauen, Alter. I give you everything you ever need. Das müsste eigentlich der Song sein, oder? So. I'll give you everything you'll ever need. And I'll find a way to turn you into a monster. Big 38 for the weapon. Nigga fly high, so I'm flexing. Guck mal, wie sie bounce, sie ist next level. Wieder viel zu hart, hab ein Meeting mit dem Dev. Big 38 for the weapon. Nigga fly high, so I'm flexing. Sixpack Genetik war auf jeden Fall immer schon am Start. Das war 2013, Digga, überleg mal. Das ist 8 Jahre her jetzt. Und ich habe natürlich auch versucht, diese typischen Posen zu machen, die ich dann halt online gesehen habe, so, weißt du? Next level. Wieder viel zu hart, hab ein Meeting mit dem Dev. Mal wieder viel zu viele Drugs. Babyface, Digga, ich schwör's dir. Bunte Blüten ballern direkt in den Kopf. Um die ganzen Sluts. 6-8 Big Baller sind im Club. Wir schmeißen Sterne wie die Bloods. Du kannst nicht, was wir können, und du fuckst dich ab. Sie guckt uns an und kommt nicht klar. Ihr Arsch wackelt zu uns hin. Das war mal deine. Ja, Digga, so hab ich dann halt angefangen, ne? Hab da so ein bisschen durchgeflext einfach so. Das war das erste Video, was ich hochgeladen hab, Mann. Hier am Ende gibt's sogar noch. Das war das Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe. Also ich hab dann halt auch geschaut, dass ich das irgendwie kombiniere so. Ne, für mich war dann Traum, Fitness-Ding irgendwie durchzuziehen, irgendwie mein Ding zu machen und hab zu dem Zeitpunkt noch studiert und musste halt nebenbei irgendwie Geld verdienen. Dann habe ich mich halt im Fitnessstudio beworben, um da zu arbeiten dann, und das war hier in Venice Beach.
Heute gibt's Drama hier im Club, beweg die Arme so wie Puck. Das ist kein Karma, das ist Glück. Yes, das war auf jeden Fall mein erstes Video gewesen. So hat das alles angefangen. Als nächstes habe ich dann noch so ein Ding gemacht. Das war dann ein bisschen, das war jetzt hier. Das war ein Tag nach meiner ersten FIBO. Ja, erste FIBO hingegangen, brutal krass motiviert gewesen. Dann nach Hause gekommen, sofort meiner Mutter alles erzählt etc. Voll den Max gemacht und dann halt eine Kamera aufgestellt. So, einfach durchgeflext mal. Auch süß. Das war auch die erste kleine Diät, die ich gemacht habe. So, man sieht doch die Streifen Meifen auf dem Bizeps, Trizeps. Aber da schon relativ gut in Form eigentlich gewesen für die 2-3 Jahre oder nicht mal, die ich da auf dem Capholz hatte. Ja, Mann, Dicker. Und dann ging es halt schon zu den Videos rüber, die auch einige von euch kennen hier vor 7 Jahren. Das sind die ersten Videos auch, die dann eine gewisse Reichweite auch bekommen haben. Ja, 56.000 Klicks hat das Ding hier. Sixpack für den Sommer, Körperfett reduziert, Teil 1. Da war ich dann Lovelock Aesthetics immer noch, so wie die Facebook-Seite auch hieß. Und dann habe ich mich halt in meiner Uni an die Tafel gestellt und habe dann halt gesagt so, ich erkläre den Leuten jetzt, wie man sein Sixpack reduziert, ja? Wie man sein Körperfett reduziert und sein Sixpack für den Sommer aufbaut, so. So Leute, wie versprochen jetzt das ausführliche Video zum Thema Sixpack. Voll cringe, Digga, ich schwör's dir. Für mich selber, Bruder. Wie reduziere ich meinen Körperfettanteil? Ich muss halt sagen, Dicker, war ich auch immer noch brutal nervös. Das waren eigentlich die ersten Videos, wo ich so richtig gequatscht habe vor Cam. Und da war ich brutal nervös, hab mich tausendmal verbabbelt. Da ist sogar jemand dann reingekommen und dann musste ich das Intro noch 3, 4, 5, 6 Mal neu drehen. Also war auf jeden Fall brutal mit Struggle verbunden, die Zeit hier. Es sind im Wesentlichen 3 wichtige Schritte, die wir hier durchlaufen müssen. Als allererstes rechnen wir erstmal unseren Kalorienbedarf aus. Aber der Content ist krass auf jeden Fall. Also heute noch, Freunde, falls ihr euren Sixpack freilegen wollt, beziehungsweise euer Körperfett reduzieren wollt, Hand aufs Herz, Digga, die Videos sind mit krassem Inhalt auf jeden Fall. Auch wenn ich da am Struggeln bin und noch nicht so frei rede wie sonst, ist nice. So. Also der Content ist auf jeden Fall richtig und wichtig, ja? Ja, Mann, Digga, dann habe ich halt voll lange weitergemacht so. Hier durchgezogen, immer mal wieder so einen Videoblog gemacht. Dann habe ich hier meinen ersten eigenen Trainingsplan, habe ich dann hier so 1, 2, 3 Teile gemacht. Dann gab es hier das eine Interview auf der FIBO, wo ich auch extrem stolz drauf war. So ging das halt dann weiter. Und zu der Zeit habe ich halt nicht wirklich viel Aufmerksamkeit gekriegt. Die Videos haben auch im Nachhinein viele Klicks bekommen, glaube ich. Also wenn ich mich hingesetzt habe und geredet habe, dann ging das noch nicht so krass nach oben. Ich weiß noch, ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, ein Jahr lang immer dieselben Klickzahlen, also so 3000 oder so ein Shit. Und es ging halt nicht wirklich nach oben. Und es hat mich auch dann nach einer gewissen Zeit auch richtig abgefuckt. Aber ich habe dann trotzdem einfach weitergemacht. Habe trotzdem einfach durchgezogen. So eine Videos hier mit Patrick Reiser zum Beispiel haben dann natürlich auch geholfen. Er war ja auch zu dem Zeitpunkt einer der größten im Fitnessbereich. Kommt ja auf seinem Channel. Ja. Jetzt, wir kommen vom Military Press im ersten Teil. Darum bleibt dran, wir kommentieren via VoiceOver. Wir machen 4 Sätze hier. Zwischen 8 und 10 Wiederholungen. Zwischen 8 und 10 Wiederholungen, da waren wir in der Schweiz drüben, Digga. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und haben dann so ein bisschen kollaboriert. Paar Videos zusammen gemacht, Fibos etc. Seht ihr ja hier alles. Ramadan Fitness mit Barisch zusammen hat nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auch gekriegt. Aber wo es dann richtig eigentlich abging, wo es ein bisschen mehr wurde, wo der erste Hype eigentlich auch losging. Aber damals, obwohl damals die Vlogs waren schon auch geil, ne? Ziehen wir uns mal das Intro von einem Vlog hier rein. Nicht. Doch, Bruder. Oha, Leute! Was denn? Guck mal! Was geht sonst so, Mann? Was geht denn? So sieht's aus. What's wrong with that girl, man? I don't know, man. Just one joint cheat, Alter. Was will ich sagen? Ja, klar, Mann. Brauchen wir auch. Pickle Lifestyle. Yes, fresh. Ich warte und warte und warte. Wie? Was? Ich hab meinen Bruder vermisst, der ist wieder back, jetzt geht's wieder ab, wir haben Sachen geplant.
guck mal, große Döner, Bro. Bist du Veganer? Also, da wo es so ein bisschen, wo es ein bisschen lustiger wurde halt, ne? Als man dann angefangen hat, ein bisschen mehr confident zu werden vor der Kamera, wo es alles ein bisschen lustiger wurde, so, kam auch dann immer mehr Aufmerksamkeit. Dann mit den Wenn du ein Mann bist Folgen hier mit Barisch, so, da ging es auch eigentlich richtig los. Und der Knall, also wo es dann erste Mal, glaube ich, über 100.000 Views war dann, wo ist es? Hier, ApoReds 100 Kilogramm Challenge, 500.000 Views. Da war das erste Mal, als es so richtig krass halt Aufmerksamkeit gekriegt habe, als ich mir dann gesagt habe, ich gehe hin und ich kommentiere quasi, ja, ich war auch einer der ersten, der Reactions gemacht hat, kommentiere andere YouTuber, wie die Fitness machen und gebe da meinen Senf zu ab, so, ne? Da kam dann der erste Knall und der nächste Knall kam dann mit den Straßenumfragen, weil ich auch, glaube ich, relativ der erste in Deutschland war, der Straßenumfragen gemacht hat, so. Und habe dann halt die Straßenumfrage Stehen Frauen auf Muskeln gemacht und die hat jetzt heute mittlerweile fast 4 Millionen Klicks. Und so ging das dann halt los mit der größeren Aufmerksamkeit, so, ne? Ja, Digga, so, habe ich dich geprägt, Bruder? Also es war auf jeden Fall, um nochmal jetzt irgendwie zu helfen oder dir Tipp zu geben, bleib halt einfach am Ball, so. Zieh einfach durch, weißt du, wie ich meine, so? Zieh einfach durch, Bruder, und lass dich nicht unterkriegen von egal was. Auch wenn du ein Jahr lang immer dieselbe Aufmerksamkeit kriegst und es nicht wirklich vorangeht, dann mach trotzdem weiter so. Wenn du mal einen riesen Shitstorm hast und irgendwie voll viele Leute dich canceln oder nicht mehr mit dir zu tun haben wollen, mach trotzdem weiter. Das ist eigentlich der Tipp, den ich mitgeben kann. Das ist auch der wichtigste Tipp eigentlich so. Wenn du es wirklich willst, dann zieh es einfach weiter durch, bis du da bist, wo du sein willst so. So, es gibt kein Zurück mehr, weißt du? Wenn du anfängst, dann fang an und sag, ich werde nie wieder aufhören oder ich sterbe so. Und ich hoffe, das hilft dir auf jeden Fall. Wie die Zeit vergeht, sagt der Kaan Çabuk. Brutal. Deine Stimme damals. Du hast die deutsche Fitnessszene generell sehr geprägt und wäre ohne dich lange nicht so gut. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke dir, Digga. Ja, viel, Mann, Bro. Ich habe schon viel Einfluss dagelassen, auch wenn Leute mir das abschreiben wollen, auch auf Deutschrap und auf YouTube allgemein so. YouTube allgemein, würde ich sagen, habe ich schon meine Einflüsse dagelassen, die auch viele dann mitgenommen haben und ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber was ich halt immer schade finde, dass der Hack nie zurückgekommen ist so. Dass Leute halt auch nicht wirklich gönnen. So, ne? Ich kann mich erinnern an Leute, die damals halt so alles eigentlich von mir nachgemacht haben, alles kopiert haben und so und jetzt mittlerweile vielleicht sogar eine größere Reichweite haben als ich, auch Straßenumfragen und sowas machen und so und nicht einmal irgendwie Hack dagelassen haben, Props gegeben haben oder Danke gesagt haben, so, weißt du? Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, kann ich einfach menschlich nicht nachvollziehen, weil ich habe schon immer, wenn ich von irgendjemandem inspiriert wurde oder wenn ich von irgendjemandem Content genommen habe, 1:1 kopiert habe, habe ich auch schon gemacht, habe ich immer sofort Props dafür gegeben und den Leuten gesagt, wer mich da inspiriert hat, so. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass Leute immer denken, dass wenn sie anderen Leuten Props geben, dass sie dann irgendwie sich selber klein machen, so. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, finde ich. Ich finde, wenn du anderen Leuten Props gibst, wenn du anderen Leuten sagst, was du wirklich über sie denkst, dann zeichnet das zeichnet dich aus als Mann auch, weißt du, wie ich meine, so, dass du einfach real bist, so, und nicht einfach hinterm Rücken Sachen klaust, so eine eklige, das ist so manchmal so eine eklige, komische Art, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, Digga. Irgendwie typisch, dass Vorreiter nicht bekannt sind, werden, ja, ist leider so, das zieht sich durch alle Bereiche durch. Leute, die Sachen aufmachen, die kriegen meistens nie, aber es ist ja auch irgendwie logisch so, weil die halt auch gegen viel härtere Mühlen zu kämpfen haben, Digga, so, und Sachen erstmal aufbrechen und dann vielleicht auch nicht mehr die Power haben oder, keine Ahnung, sich davon vielleicht doch ein bisschen unterkriegen lassen und dann kommen neue, frische Leute, die einfach den Content nehmen, übernehmen, ihren Shit dann noch mit draufpacken und dann halt einfach damit durchziehen und auch andere Mindsets haben, so, die meisten Leute, die ich verfolgt habe, die, wo ich meiner Meinung nach, die viel von mir übernommen haben, so, die sind halt auch kälter, weißt du, wie ich meine? Die sind halt auch vom Mensch her auch anders so. Vielen geht's halt nur um Erfolg, Klicks, Abos, Reichweite so. Und wenn die sehen, das kommt, dann ziehen die eine Sache auch durch. Und bei mir war es halt nie so. Ich habe immer auch auf mein eigenes Gefühl gehört so. Fühlt sich das gut an? Ist das jetzt nice? Mach ich damit jetzt was Cooles so? Weißt du, wie ich meine so? Ist es neu?
ist es ausgelutscht oder nicht. Das hat bei mir alles einen Einfluss. Ich will halt immer auf einem gewissen Level auch mein Ding machen, so. Auch wenn einige Leute mir das vielleicht absprechen wollen und sagen, ich bin dumm oder so eine Sachen. Bro, ich habe mir schon immer einen Arsch aufgerissen. Ich habe schon immer alles, was ich habe, in die Sachen reingesteckt und ich war immer real halt so. Ich war immer ehrlich zu mir selber und auch zu euch. Und das können nicht viele Leute in der Öffentlichkeit behaupten, so, ne? Natürlich habe ich mir dadurch auch vielleicht das ein oder andere Mal Sachen kaputt gemacht, so. Aber Mensch ist Mensch, Digga. Wer immer nur durchzieht und einen Fick auf so eine Sachen gibt, auf Menschlichkeit und auf Realness und auf Ehrlichkeit, Bruder, der kriegt vielleicht zu einer gewissen Zeit oder auch vielleicht seine ganze Karriere lang geile Aufmerksamkeit, so, aber ist halt einfach nicht echt, so. Und nicht echt zu sein, wäre für mich das Schlimmste, Digga. Da kannst du mir 1 Million Abonnenten, Euros, kannst du mir alles hinlegen. Wenn ich dafür meine Seele verkaufen müsste, meinen Arsch verkaufen müsste und nicht mehr echt sein dürfte, würde ich es nicht machen, so. Und das macht halt auch einen Unterschied, so.